Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zu einer weiteren Episode hier im routenlosen Projekt. Es ist ein regnerischer Tag in Crown Falls, aber ein guter Tag, denn so langsam geht es hier voran mit dem geschmückten, wunderschönen Turm. Wir können endlich loslegen mit dem eisernen Turm, können den hier beenden und haben damit einen wunderschönen Hauptturm quasi. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir da eigentlich ausstellen wollen. Wir haben ja hier auch einige Boni, die dieser Turm natürlich mit sich bringt. Und das sind diese Verbrauchsreduktionen. Wir können also Kaffeeverbrauch reduzieren. Wir können Schokoladenverbrauch und auch Rumverbrauch reduzieren. Und da sind schon ein paar sehr, sehr schöne Sachen dabei. Ich tendiere so ein bisschen zu Madame Marmalade aktuell wegen den 20% auf Schokolade, was ja auch unser aktuell größtes Problem ist, denn ja, Schokolade, da ist die Produktion wirklich in einem sehr überschaubaren Rahmen aktuell. Errichten Sie 3 neue Varieté-Theater und produzieren Sie Limonade. Okay, Limonade kann ich, glaube ich, gar nicht machen. Das heißt, wir müssen uns zwischen den beiden hier entscheiden. Und dann brauche ich hier Rindfleisch noch. Rindfleisch und Gold. Okay. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch ran. Gold ist, glaube ich, kein Problem, weil wir haben ja Gold dank dem Malching aus den Minen. Von daher können wir einfach irgendwo Gold produzieren. Einfach so. Ja, und Rindfleisch ist eigentlich auch kein Thema. Können wir dank den Konserven auch einfach hier irgendwo noch reinhauen. Ja, dann sollte das doch laufen, hör mal. Dann sollte das doch auf jeden Fall laufen. Sehr schön, okay. Wir haben jetzt noch ein bisschen Forschungspunkte übrig. Dann gehen wir, glaube ich, einfach weiter in die Itementwicklung mit den Zigarren-Dudes. Die brauchen wir nämlich noch für ein paar Layouts. Dass das Ganze halt einfach stabil bleibt. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hier einfach weiter, ne? Gucken wir mal. Eigentlich müssen wir nur die Schokolade freischalten. Da habe ich einen Denkfehler drin gehabt. Man muss ja eigentlich, wenn man das Item hinterlegt hat, nur die Schokolade aufmachen und dann ist alles andere ja schon gegeben. Von daher easy peasy. Ja, und dann müssen wir natürlich noch gucken, dass wir den Turm hier so relativ mittig platzieren. Vielleicht da rein, hier in diese Ecke. Das heißt, wir müssen hier sehr viel Platz schaffen. Oh ja, das wird ein kleines Problemchen, den hier noch reinzubekommen. Aber dadurch, dass ich jetzt hier überall die ganzen anderen Gebäude wieder rausnehmen kann, die ich ja nicht mehr brauche, sollten wir das trotzdem hinbekommen. Krankenhaus brauche ich auch nicht mehr. Dank dem ganzen Museumssets. Dann packen wir hier die Ecke raus. Das sollte eigentlich hier klappen. Ist halt ein Riesengerät, der Turm. Gucken wir mal. Okay, 2 Häuser noch. Jawohl, dann packen wir das hier so rein. Schauen wir mal. Geht wahrscheinlich um eine Linie nicht auf. Nach oben oder nach unten? Nach oben. Oh, wow. Okay, der ist sehr, sehr groß. Da muss man hier nochmal eine ganze Reihe wegnehmen. Moment, wie mache ich das am besten? Das heißt, ich müsste eigentlich die ganzen Häuser hier so machen. So anordnen, dass die Versorgungsstraße von oben kommt. Dann kann ich nämlich diese eine Straße hier noch löschen. Also so rum quasi. Und hier muss ich wahrscheinlich noch das Eck wegmachen. Jetzt müsste aber reinpassen. Genau, dann können wir den hier so reinhauen und verbinden. Schaut gar nicht mal so schlecht aus hier mit diesen Vierern. Hat eigentlich einen ganz schönen Stil hier soweit. Und dann wäre natürlich noch schön, hier eine Bushaltestelle anzuschließen. Vielleicht hier so rum. Na, passt da nicht rein. Dann müssen wir hier noch ein Haus wegnehmen. Irgendwo anders hin verfrachten. Jetzt hat. Okay. Dann braucht er noch ein Lagerhaus. Okay. Das sollte passen.
Sehr schön. Dann haben wir den hier auch. Habe ich jetzt noch irgendwo Stufe 3 Hochhäuser? Ja. Dann sind das hier noch Stufe 3 Hochhäuser. Hier haben wir nochmal ein Stufe 5 Hochhaus. Sehr schön. Und kann es sein, dass mir jetzt Aufzüge fehlen? Oder woran scheitert das hier gerade? Woran scheitert der hier? Warum kann ich den nicht ausbauen? Aufstieg nicht möglich. Braucht er noch ein bisschen wahrscheinlich, ne? Der braucht einfach noch ein bisschen. Okay, dann warte ich da noch. Gucken wir mal. Oder habe ich einfach keine Aufzüge mehr? Ich dachte, ich hätte noch Aufzüge gehabt. Gucken wir mal. Doch, ich habe genug Aufzüge. Ich habe 3000 Aufzüge auf der hohen Kante. 3000. Im Gegensatz zu hier. Ja, die alte Welt könnte noch ein Problem werden. Da sind wir ein bisschen schwach unterwegs. Was das angeht. Ah, wir haben keine Schokolade mehr. Okay. Ja, Schokolade ist tatsächlich ein Problem. Schokolade ist tatsächlich ein Problem. Haben wir denn genug Brot? Wenn wir nämlich volles Brot haben, haben wir zu wenig Schokolade. Das ist halt die Logik. Ja. Okay. Warte mal. Kann ich hier Brot als Handelsware festlegen? Dann machen wir es folgendermaßen. Ich trade jetzt Baustoffe ein. Warte mal, Stahlträger kann ich ja nicht machen. Dann nehme ich Eisen. Eisen ist für mich halt immer noch Teil der Baustoffkette. Und dann trade ich einfach das ganze Brot weg. Ich könnte es natürlich jetzt auch einfach ins Meer schmeißen. Wäre halt einfach nur umständlicher, aber im Grunde auch nichts anderes. Es geht nur darum, Platz zu machen, so dass ich halt einfach genug produzieren kann. Weil jetzt ist halt das Lager voll. Und mit einem vollen Lager kriege ich natürlich auch keine Nebenproduktion. Und deswegen ist halt Schokolade nicht vorhanden. Also ein bisschen kurios, aber es ist, wie es ist, ne? Es ist, wie es ist. Dann machen wir hier noch ein paar Touris rein. Können wir hier auch noch ein bisschen ausbauen, das Ganze. Dann kann ich nämlich noch ein bisschen die Reichweite meiner Touris erhöhen. Haben die hier alles soweit? Ja, doch, schaut doch ganz gut aus. Was haben die noch nicht angeschlossen? Den Tower, weil der natürlich noch nicht da ist. Und aber auch ein Museum, das noch fehlt. Das heißt, wir müssten mal gucken, dass wir den hier angeschlossen bekommen. Zählt der hier hinten dann auch immer noch? Ja. Okay, wir haben dann hier auch noch das Museum. Damit müsste der doch eigentlich hier die Verbrauchsgüter auch soweit mal fertig bekommen. Ja, kriegt er nicht ganz hin. Okay, schade. Schade. Ich dachte, ich würde da hinkommen mit der Reichweite. Das heißt, im Grunde müssen wir da auf jeden Fall noch ein bisschen ausbauen. Müssen einfach noch ein bisschen ausbauen. Und dann könnte ich eigentlich auch schon anfangen. Oh, ist schon im Krieg mit dem Arthur. Ich wollte eigentlich gerade noch ein bisschen die gute Barrel aufkaufen, aber die ist ja schon unter Beschuss hier. Okay, und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Set, das ich auch unbedingt noch zeigen wollte, und zwar das Bronzezeit-Set. Damit haben wir halt eben auch nochmal zusätzliche Produktivität bei Holzfällerhütten, Jagdhütten, Steinbrüchen und allen Baumschulen. Das heißt, wir bekommen nochmal zusätzlich Zitrusfrüchte, wir bekommen zusätzlich Kirschbaumholz und. Und damit kommen wir hier auf jeden Fall nochmal gut voran. Als nächstes könnten wir vielleicht noch... Boah, gute Frage. Was könnten wir hier noch machen? Wir könnten eventuell noch... Wir könnten einfach alle Sets noch machen. Ein geschickter Zug, sich dieses Fachwissen nordische Sagen. Kulturen der Ägäis könnten wir noch machen. Machen wir mal. Itementwicklung, Kulturen der Ägäis. Machen wir den Tempel, das Ding hier, die anderen drei haben wir ja schon. Oh, irgendwas geht bei den Touris nicht klar. Was schwankt denn da immer so? Sag mal.
Was schwankt denn da immer so? Irgendwas schwankt bei den Turis. Bin mir nicht sicher was, aber irgendwas schwankt da ganz schön böse. Eventuell ist das Busnetzwerk ein bisschen kaputt. Ich habe es halt auch sehr groß gebaut. Kann sein, dass da etwas nicht so ganz funktioniert. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Okay, warten wir noch auf den nächsten Zigarrendude. Und derweil könnte ich hier noch einen Malching reinsetzen. Bei den zwei Eisenminen. Da müssen wir noch mal ein bisschen mit Feuerwehren nacharbeiten. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Ja, natürlich habt ihr das. Ich glaube, ich kaufe trotzdem einfach mal Inseln auf hier. Ich meine, was will sie machen? Sie kann mir den Krieg erklären. Und dann? Und dann? Nix. Nix weiter. Sie kann sich ja eigentlich nicht wehren, so gesehen. Wir sind so dominant unterwegs. Da wird nix gehen. Okay, wie schaut es bei den Ingenieuren aus? Ganz okay. Haben wir hier noch Besucher bekommen, die irgendwie nennenswert sind? Nicht wirklich. Schade eigentlich. Da hätte ich auch noch mit ein bisschen mehr mir erwartet. Hier haben wir immer noch 0%ige Besucherwahrscheinlichkeit. Warum eigentlich? Weil wir haben doch hier die beiden hier verbunden. Wo ist hier der Fehler? Wo ist hier der Fehler? Irgendwas klappt hier nicht. Eigentlich müssten da Besucher kommen. Da habe ich irgendwo einen Denkfehler. Da habe ich irgendwo einen Denkfehler drin, auf jeden Fall. Naja, machst du nichts, ne? Machst du nichts. Es ist, wie es ist. Dann warten wir nochmal eben hier schnell auf die Produktion von unserem Zigarrendude. Schauen derweil einfach mal wieder hier rein. Und sehen uns an, wo hier Fehler sind. Wir haben zu wenig Wolle. Wir haben zu wenig Schwein. Zu wenig Wolle, zu wenig Schwein, zu wenig Stahl. Zu wenig Paprika, zu wenig Konserven, zu wenig Rum. Zu wenige Pelzmäntel. Ach du Heilige. Und Brillen fehlen uns bald auch. Okay, dann müssen wir wieder ein bisschen nachkommen. Wir müssen wieder ein bisschen nachkommen. Dann fangen wir mal mit den einfachen Sachen an. Nämlich mit den Baumwoll- bzw. mit den Wollproduktionen so gesehen. Und kopieren uns einfach mal den hier einmal rüber. Damit sollte das Problem schon mal erledigt sein. Dann haben wir noch Schweinchen, auch da. Einmal Copy-Paste. Dann sollte auch hier das Problem erledigt sein. Einmal noch hier die ganzen Dinger ausgebaut. Müssen wir wahrscheinlich aber auch noch in gleichem Maße hier das Ganze ein bisschen mit Weizenfeldern auskleiden. Damit wir hier natürlich auch noch die zusätzliche Versorgung aufrechterhalten. Weil sonst habe ich überall Silos gebaut, aber die Silos können nicht bewirtet werden. Jetzt ist doch einiges an Tierhöfen noch nachgebaut. Okay. Dann Brillen. Die habe ich hier. Da kann ich auch nochmal eins nachlegen. Da muss ich natürlich noch schauen, wie es bei Holz und Glas aussieht. Glas ist noch in Ordnung, Holz ist noch in Ordnung. Sehr schön. Beim Holz sieht es an sich und für sich auch sehr gut aus. Dann kommt hier auch nochmal der Zigarrendude rein. Dann haben wir hier auch schon mal Zigarren im nächsten Layout, das wir ausbauen werden. Beziehungsweise eigentlich müssten wir das hier ausbauen, hier an der Seite. Weil hier oben komme ich nicht mehr so wirklich hin. Es sei denn, wir bauen hier nochmal aus. Ja, dann bauen wir hier nochmal ein Kaufhaus rein. Das sollte passen. Okay. Wie schaut's hier aus? Kriegen wir nochmal Schokolade produziert? Ich hoffe. Was macht eigentlich die Speicherstadt?
Hat der Morris jetzt schon einmal durchgehandelt? Ja, hat er. Sehr schön. Dann sieht man nämlich auch hier, wir haben jetzt Brot zweimal exportiert. Damit habe ich also jetzt auch wieder Leerlauf. Damit wird auch wieder Schokolade produziert. Das ist halt ganz, ganz wichtig bei solchen Nebenproduktionen, dass die Produktionen auch durchlaufen. Sonst hat man nämlich exakt gar nichts davon. Und dann funktioniert auch nichts, logischerweise. Okay, wir haben jetzt hier alleine in Crown Falls 10.000, 30.000, 47.000, 160.000 Einwohner. Alleine in Crown Falls, wenn sie denn vollversorgt werden. Ja. Das große Wenn. Und hier haben wir jetzt aktuell 22.000 Einwohner. Also wir sind dran. Wir sind dran. Wir brauchen nicht mehr viel. Dann haben wir's. Es fehlt ihnen an Format und Schneid. Es fehlt ihnen an Format und Schneid, sagt er. Come on. Schau mich doch mal an. Schau mich doch mal an, mein Lieber. Bist auf den Arthur alle weggehauen? Ah, hier kann ich jetzt leider nicht ran, weil der halt immer noch im Kriegszustand ist hier. Sonst könnte ich mich da auch noch einmischen. Aber aktuell sind die safe. Da komme ich nicht ran. Okay, die sind schon auf Stufe 5. Die sind auf Stufe 4. Die sind auf Stufe 2. Also Schokolade ist und bleibt noch ein Problem aktuell. Das ist schwierig, vor allem weil man hier wahrscheinlich auch immer noch Schokolade braucht. Na, wobei aktuell gar nicht mal. Aktuell gar nicht mal. Das heißt, das ist einfach nur der Mangel, der pure Mangel hier am Start. Dann machen wir was anderes, dann machen wir noch die Ingenieure fertig. Das Institut läuft, das heißt, wir haben 10.000 Ingenieure auf der hohen Kante. Und wir haben hier unten noch einen Aufstand, weil hier kein Polizeigebäude mehr ist. Okay, das heißt, wir müssen dringend noch die anderen Sets fertig machen. Damit wir dann einfach auch garantiert keine Aufstände mehr haben. Wir müssen noch mehr Zufriedenheit uns hier anlachen. Noch viel, viel mehr. Ist halt natürlich die Frage, was bringt mehr? Mr. Garrick oder die Zofe vom blauen Himmel? So haben wir 16 plus und so 15. Also es ist tatsächlich die Zofe, die mehr bringt. Obwohl wir zwei Waren weniger versorgen, haben wir einfach nur durch den Zufriedenheitsboost hier nochmal mehr Zufriedenheit. Okay. Hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ne? Okay. Dann gucken wir mal. Hallo? Hä? Klick, klick. Okay, klicken geht nicht. Warum auch immer. Was ist hier mit Upgrade Party? Geht auch nicht. Habe ich zu lange laufen lassen. Verdammt. Wow. Also das wird hier auch wirklich komplett leer gesaugt. Aber ich habe ja leider auch die Produktion der Ingenieure nicht gestoppt. Beziehungsweise den Verbrauch der Ingenieure beim Kaffee. Das heißt, ich muss noch mehr Kaffee produzieren. Ich brauche noch mehr bahnbrechenden Kaffee. Ganz schön teuer geworden. Ganz schön teuer. Okay. Upgrade Party. Kann sein, dass wir jetzt einfach aufgrund des Palast-Levels schon gar keine Ingenieure mehr brauchen. Ja, fast. Fast keine Ingenieure mehr benötigt hier. Kaffee ist langsam alle. Ne, Glühbirnen. Die Glühbirnen sind's. Okay, gucken wir mal. Was ist bei den Glühbirnen los? Glas kann es nicht sein, das hatten wir schon. Kohlefäden können es auch nicht sein. Das heißt, es sind die reinen Glühbirnen. Die sind hier oben. Dann erweitern wir das Ganze hier mal. Dann brauche ich aber leider auch im selben Maße Kohlefäden. Es hilft alles nichts.
Und jetzt brauche ich noch mehr. Ja, jetzt brauche ich einfach noch mehr Arbeiter. Wir brauchen die nächste Stufe. Glühbirnen sollten jetzt aber trotzdem laufen eigentlich. Ah, wir haben zu wenige Kohlefäden. Okay, ja, jetzt wird es langsam spannend. Auf die 200.000 Einwohner zu. Wird es hier nochmal spannend? Es ist halt auch ein ganz schöner Grind, ne? Muss man natürlich dazu sagen. Da sind jetzt natürlich einige Sachen, die hier noch auseinanderfallen werden. Von der Balance her, ja. Das Ganze hier müssen wir auch noch ein bisschen umordnen. Hier bräuchten wir eigentlich auch etwas zum Sparen von Arbeitskräften noch. Das sind zu viele Arbeitskräfte, die hier noch verbraucht werden. Hey, Kaffee sollten wir eigentlich... Wie schaut es eigentlich aus? Kriegen wir den Kaffee für die Ingenieure mittlerweile versorgt? Ja, kriegen wir. Dann können wir den schon mal anlassen. Dann sollte uns das schon mal ein bisschen mit den Ingenieuren helfen. Sehr schade, dass der Turm hier nicht mehr wird. Okay, was haben wir hier noch für ein Chaos? Da kann man doch auch noch ein bisschen ausbauen. Hier kriegen wir doch auch noch ein bisschen zumindest was gebaut. Ein paar Investoren mit der absolut elitärsten Wohnlage direkt am Schloss hier. Direkt am Palast. Okay, dann haben wir das auch voll. Kann ich hier auch noch eine Reihe ausbauen. Hinten kommt keine Straße mehr dran. Okay, krass. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Dass wir hier nochmal in die Bredouille kommen, was die Arbeitskräfte angeht. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Okay, 60 Tonnen Schokolade. 1000 Tonnen Kaffee. Und wir sollten jetzt eigentlich auch wieder aus dem Vollen schöpfen können. Wie schaut es aus mit Weizen? Weizen passt. Wie viel Schokolade produziere ich denn eigentlich aktuell? 5 Tonnen, okay. Ja, das ist halt wirklich verschwindend gering, ne? Das ist natürlich verschwindend gering. Und wenn ich einmal die Fluten-Tore hier öffne, quasi, und einmal für die Upgrade-Party das freigebe, dann wird man das hier auch sehen. Dann haben wir hier einen Verbrauch von 39 Tonnen. Das heißt, es dauert so lange, bis die Upgrade ready sind. Und in der Zeit tickt hier einfach im Sekundentakt die Schokolade weg. Das heißt, ich muss hier sehr lange warten. Aber vielleicht kriegen wir nochmal eine Upgrade-Party hin. Eine Upgrade-Party pro Episode wäre doch schön. Bevor wir dann noch das Kulturen der Ägäis-Set hier auch noch fertig bekommen. Und irgendwo haben wir noch eine Krankheit. Okay, das ist jetzt hier in der alten Welt. Das ist nicht so schlimm. Gucken wir mal. Komm schon, gib mir das Upgrade. Come on. Gönn mir doch das Upgrade. Ey, das ist so gemein. Wie lange das dauert, bis das upgraded ist. Ja, hat nicht geklappt. Wahnsinn. Er bleibt einfach sekundenlang bei 104 stehen. Lacht mir ins Gesicht. Lacht mir einfach schelmisch ins Gesicht und sagt dann... Kein Upgrade für dich heute. Kein Upgrade für dich. Das ist frech. Das ist wirklich frech. Das heißt, wir müssen einfach sehr viel mehr auf Schokolade sparen. Da müssen wir einfach uns Zeit nehmen. Und das Ganze dann in einer großen Tour machen. Anders geht es nicht. Okay, haben wir noch ein Item auf der hohen Kante? Irgendwas Interessantes. Wir haben noch einen Zigarren-Dude. Den können wir hier noch einsetzen. Sehr schön. Dann haben wir hier noch einen weiteren Zigarren-Dude. Gucken wir mal. Sind wir eigentlich insgesamt bei 200.000 schon? Das sind 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. Wir sind jetzt genau bei 200.000 Einwohnern. Aber... noch nicht ganz versorgt. Schokolade werde ich nicht versorgt bekommen. Das heißt, ich schaue, dass ich wenigstens noch ein paar andere Sachen versorgt bekomme. Dann kann ich auch guten Gewissens hier sagen, okay, das Ganze ist beendet. Also ich würde sagen, wahrscheinlich in der nächsten Episode
werden wir es wahrscheinlich zu Ende kriegen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Das sollte klappen. Wir werden jetzt hier noch ein paar weitere Stadtteile ausbauen. Und dann auch gucken, dass ich hier in der alten Welt noch ein bisschen Upgrade-Party mache. Und dann sollte es eigentlich auch schon soweit sein. Aber ich finde, wir haben auf jeden Fall das Ganze in einer, ja, doch relativ kurzweiligen und knackigen Manier hier über die Runde gebracht und auf jeden Fall auch herausgefunden, dass es tatsächlich geht. Also, dass man tatsächlich hier auch ohne größere Probleme es schaffen kann, die Hochhäuser auszubauen bis Stufe 5 und eben auch die 200.000 Einwohner zu haben, davon teilweise dann auch 200.000 auf einer Insel fast schon, ohne Routen. Und das war das Ziel, das haben wir erreicht und damit bin ich auf jeden Fall sehr happy. Also ich finde, das war einfach mal wieder eine andere Challenge, einfach mal eine andere Art von Herausforderung auch. Und ich will natürlich dann in der nächsten Episode hier auch die 200.000 dann auch tatsächlich dastehen haben. Und dann bin ich auch zufrieden. Dann bin ich zufrieden und happy. Eine Sache, die wir auch rausgefunden haben, wenn man mit der Speicherstadt arbeitet, dann ist es überhaupt kein Ding. Aber das wussten wir eigentlich auch schon vorher, ne? Das kann man jetzt nicht wirklich als neue Erkenntnis zählen lassen. Aber man kann vielleicht sagen, die Speicherstadt ist so stark, dass du eigentlich wirklich keine großartigen Routen mehr brauchst, wenn du damit spielst. Das ist einfach so ja, overpowered, könnte man sagen. Dass man sich damit alles andere sparen kann. Jetzt packen wir hier noch ein bisschen mehr Melzereien rein. Ja, wobei, da haben wir jetzt wieder ein bisschen zu viele. Müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir hier ins Limit reinkommen. Immer noch zu viele. So vielleicht. Okay, dann machen wir hier noch Weizen auf volle Kanne. Dann sollte es eigentlich klappen. Ja, dann geht es gerade so. Und dann müsste eigentlich der Kaffee auch laufen. Dann müssten wir hier 3 Tonnen Kaffee haben, genau. Und dann läuft das Ganze auch wieder. Dann schauen wir mal ins Cup. Machen hier noch ein bisschen Upgrade-Party. Oh, warte mal, mir ist hier was weggefallen. Taste ausgefallen. Und dann müssten wir noch eine weitere Palaststufe hochgehen. Damit wir eben hier bei den Ingenieuren das nächste Limit erreichen. Müssen noch ein bisschen Upgrades hier bei der Attraktivität hinbekommen. Genau. Und dann fehlen hier noch die 2 Teile für die Kulturen der Ägäis. Kann ich jetzt hier mittlerweile mich einkaufen? Ja, kann ich. Dann kaufen wir hier noch die Barrel auf. Die kann sich da auch nicht wirklich ja, wehren. Die wird uns auch vielleicht Krieger erklären, aber es wird ihr nichts bringen. Es wird ihr nichts bringen. Wie lange haben wir noch, bis der Malching uns Krieger erklärt? Das werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr erleben. Dann kann ich eigentlich hier vielleicht auch noch einen Angriffsversuch wagen mit meiner Flotte. Auch wenn hier doch relativ viel stationiert ist mittlerweile. Die beiden kann ich auch noch in die alte Welt schicken. Sehr schön. Was fehlt hier? Immer noch Rindfleisch. So viel Rindfleisch, das hier fehlt. Ist ja der Wahnsinn. Dann bauen wir das auch noch aus. Sollte das aber jetzt klappen. Okay, Brillen sind in Ordnung. Glühbirnen sind wieder in Ordnung. Sekt müssen wir auch wieder ein bisschen nachlegen. Aber ich habe gesehen, ich kann noch mindestens eine Sektkellerei bauen. Ohne Probleme zu bekommen. Wir bauen deswegen einfach mal 2. Gucken mal, wo uns das hinbringt. Okay, jetzt müssen wir noch ein bisschen Trauben nachlegen. Ich habe hier sogar noch ein Feld frei. Ein Item frei, das heißt, ich könnte sogar noch hier den Dude für die Sektkellerei reinhauen. Dann kaufen wir den noch fix. Dann sollten wir das nämlich auch haben. Okay, jetzt haben wir hier Schiff unter Beschuss. Das müsste hier sein, genau. Burl hat uns den Krieg erklärt, den nehmen wir an.
Den nehmen wir an. Und wie es damit ausgeht. Das sehen wir in der nächsten Episode. Was ein unglaublicher Cliffhanger. Während hier die Flotte auf den Hafen zusteuert. Aber ja, fürs Finale ist das doch ein schöner Aufhänger. In diesem Sinne, falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch selbstverständlich einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht.